4 Tode, 5 Tode, 6, 8, 13 Tode, 20 Deaths, 35 Tode, nach 77 Toden. Ich schaff's einfach nicht. Es geht nicht. Ich muss nämlich ehrlich sagen, solche Spiele regen mich überhaupt nicht auf. Nein! 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 Prost! Prost! Skoll! Nastrovje! Prost! Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur Unfair Mario Alkohol Challenge. Ich bin's, euer Artilomis, und ich erkläre euch jetzt, was so abgeht. Bis gleich. Wer von euch Shisha-Rapper nannte sich King? Alles aus jetzt, weil mein Mantel bestimmt. So, moin Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe mir was ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar wurde mir Unfair Mario von einem Kollegen empfohlen. Und dann habe ich natürlich erstmal ein bisschen im Internet geguckt. So, alles klar. Kannte das auch schon vorher, habe es schon mal auf einigen Let's Plays gesehen. Und dachte mir, hey, was bringt dir das jetzt, wenn du auch wieder ein Let's Play machst, wo du ausrastest? Deshalb und nur für euch mache ich mich heute zum Affen. Und zwar habe ich mir für euch überlegt, ich habe mir eine hochprozentige Alkoholflasche besorgt. Nein, natürlich ist sie nie hochprozentig. Es ist ein halbtrockener Sekt, glaube ich. Und mit dem hier werden wir heute einiges an Spaß haben. Ich habe mir überlegt, nach jedem dritten Verlust unseres Lebens, nach dem dritten Tod, müssen wir einen kurzen davon trinken, bis die Flasche leer ist. Wenn wir das überstanden haben, dann haben wir auch die Challenge überstanden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen Larifari, allerdings habe ich heute noch nichts gegessen und der Sekt knallt ganz schön rein, vor allem bei Männern, wie man so schön sagt. Ich bin gespannt, Leute. Dann würde ich sagen, sollten wir nicht länger Zeit verplempern und legen direkt los und starten ins Game. So, herzlich willkommen zurück zur Unfair Mario Alkohol Challenge. Und ja, dann werde ich mal erstmal die Flasche aufmachen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber bei Männern ist das irgendwie so, dass du von Sekt total den Kopf bekommst, oder? Ich meine, bei mir ist das so, ich kann irgendwie, wollen es nicht übertreiben, ne? Aber so locker so eine halbe Wodkaflasche locker wegstecken. Das ist kein Problem, aber bei so Sekt, das macht irgendwas in meinem Kopf, das verändert meine Gehirnzellen, das verschiebt die irgendwie. Und dann wirst du komplett bescheuert. So, darum, oh, ich habe Angst beim Aufmachen, kann das nicht. Boah, ich krieg den leer ab. Ich sehe das schon kommen. Boah. Krieg ich das denn ab hier? Na, jetzt ab. Gut. Okay, er kommt schon hoch. Kommt schon hoch. Und doch nicht? Nee, nee. Schlag mir ein Loch in den Hals. Komm schon. Gekonnt, würde ich mal sagen, ne? So, Freunde. Die stellen wir jetzt erstmal weg. Ich habe nämlich eine Sache komplett vergessen. Und zwar wollte ich euch meinen neuen Kumpel vorstellen. Freunde. Das ist Horst. Ja, das ist Horst. Horst ist ein Krokodil und kommt von einer wundervollen Mutter, die mir den
zur Taufe gestrickt hat. Und auf diesem Wege wollte ich mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Er ist definitiv ein treuer Begleiter in meinem Bett, wenn ich mal alleine bin. Und natürlich auch ein treuer Begleiter von jetzt in unseren Videos. Sagt schön Hallo. Horst, sag du auch Hallo? Hallo, ich bin der Horst. So, der wird an unseren Platz kommen. Der kommt genau... Schreib doch mal in die Kommentare, Horst mit Brille oder Horst ohne Brille? Allerdings finde ich den geil mit Brille. Oder? Das steht ihm total, ey. Wie für ihn gemacht. So, Freunde, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los mit der Unfair Mario Alkohol Challenge. So, und jetzt brauche ich erstmal nochmal meine Maus hier. Vielleicht brauchen wir auch noch eine Tastatur, ne? So. Use the arrow keys to move Mario around. Denkt dran, nach jedem dritten Tod werde ich einen kurzen trinken. Wenn ich mich irgendwie verzählen sollte und ihr habt das in dem Video gesehen und zeigt mir den Beweis oder ich guck selber nach, dann muss ich für jeden Versuch, den ich nicht getrunken habe, im nächsten Video 2 trinken. Aber ich glaube, mit dem Sekt wird es noch nicht passieren. Use the arrow keys to move Mario around. Ja, das kriegen wir noch ganz gut hin. Gut, dann fangen wir mal an. So. Not everything is what it seems. Wetten, da ging's runter. Ich kann es mir gut vorstellen. So. Okay. Erster Tod. Ihr wisst ja, ne? Bei 3 Toten. Nein! 2. Und Sprung! So, hier müssen wir rüberspringen. Jetzt haben wir den wieder vergessen. Gut. Dann geht's jetzt los. Oh! Es ist schwieriger als gedacht. Ich habe mir noch nie einen Sekt in kurzen eingegossen. Prost, meine Freunde. So. Nächste Runde. Nein, hier war doch irgendwas. Okay, jetzt hier hoch. Na, 4 Tode. 5 Tode. Okay, jetzt, Leute. Jetzt aber! Jo! Pass these blocks underneath. Glauben wir dem Typen? Nein, wir glauben ihm nicht. Und hier gehen wir jetzt runter. I mean these ones. Okay, Checkpoint. So, der erste Checkpoint wäre geschafft. Nein! 6. Okay, der nächste Schluck. Prost. Oh, schmeckt echt nicht gut, ne? Das ist wahrscheinlich echt der Geschmack, der das macht. Diese Benommenheit im Kopf und nicht der Alkohol, weil bei 11,5%, das ist doch nichts. So, Leute. Immer noch bei unserem Checkpoint. Angekommen, geht es nun weiter. Ich muss so sagen, von der Grafik her ist es doch echt so wie das alte Mario. Allerdings viel zu schwer. Nein, da waren wir doch erst. 7. Okay, wir springen auf den ersten. Dann dahin. 8. Ich
Ich muss mal rechnen. Was? 9, ne? Ja. Okay, auf den ersten. Auf den letzten. Na! Wir hätten das vielleicht nach jedem fünften machen sollen, ne? Aber so wie ich das bei den anderen YouTubern gesehen habe, schlage ich mich gar nicht so schlecht. Ich muss nämlich ehrlich sagen, solche Spiele regen mich überhaupt nicht auf. Also, ich würde sagen, Prost. Bravo, du bist Level aufgestiegen 2. Als Belohnung werden wir dich außerdem mit einem extra Münzenbuch. Ey, das ist aber nett. Vielen Dank. Prost. Boah, so. So, geht das hier auch weg jetzt, oder? So. Also, wir springen auf den ersten. Dann springen wir hier ein Stückchen weiter, aktivieren das Ding. Nein! Nein! Fast! 10. Leute, ich habe euch jetzt gesagt, ich enrage nicht, ne? Also werde ich auch nicht enragen. Also, erster. Hier ist er. Ich enrage dich. So. Sprung. Ja, ja, nein, nein. Fuck. Okay, das war die 12, ne? Ja. Okay. Nächster Schluck. Prost. Oh. So, Leute. Also. Weißt du, was das Problem ist bei dem Alkohol? Du vergisst ja einiges, ne? Und bei diesem Spiel musst du dir schon etwas merken. Es könnte im späteren Verlauf problematisch werden, würde ich sagen. So, also, wir springen auf den. Springen hier rüber. Und jetzt. Ja! Ja! Da, 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 da. Horst freut sich für mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch für mich. Wir haben das Level completed. Space for Next Level. Ich würde sagen, so schwer war es jetzt auch nicht. Was war unsere Bilanz? Ich glaube, 13 Tode oder so. Kannst nichts zu sagen, ne? So, nächstes Level. Watch out. Tja, das ist eine Falle. Die Brücke stürzt nicht ein. Wollen wir wetten? Don't fall in. Nö, werden wir auch nicht. Oh. Hier geht was rüber. Ja, hier geht's auch runter, hier geht's runter. Und dann. 13 Tode. 12, 15, 15. Ab 15 müssen wir wieder trinken. So. Sprung nach da. Ja. Okay, auf die Brücke. Dann springen wir hier. Nein! 15. 15. Der wievielte. Nee. Warte mal. 3, 9, 12, 15. Ich kann jetzt schon nicht mehr rechnen. Ich sage nicht, dass ich jemals rechnen konnte. Aber bis 20 konnte ich noch zählen. Prost. So, Sprung auf die Brücke. Sprung ins Gras. Hier rüber. Dann runter, 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 runter. Und ich frage mich. Ja. Perfekt. So, darauf. Entschuldigung. Nochmal. Auf die Brücke drauf. Hier rauf. So, hier runter springen, dann dahin. Was machen wir denn da jetzt? Kommt das Ding vielleicht vorher? Kannst auch nicht ausweichen, ne? Nochmal.
Ich springe hier rauf, springe hier rüber. Gehen nach unten. So, hier. Und jetzt gehen wir einfach runter. Wie soll denn das gehen? Hä? Wie geht das denn? Also wir springen jetzt hier aufs Gras. Dann gehen wir hier weiter. Und gehen jetzt hier... Nein! Entschuldigung. Prost, meine Freunde. Aber trinken sollte man können. Dieser Macker, der das gemacht hat, der muss doch auch schon tausendsten Dislikes und sein E-Mail-Postfach, das müsste doch super voll gespammt sein, oder? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute auf dieses Spiel schon abgegangen sind, weil die das nicht geschafft haben? Ist das nicht sogar so, dass... Ich schnack zu viel, komm. Geht weiter. Hier runter. Hoch. Sprung. Komm! Ja! Nein! Nein! 20 Deaths. Warte mal, wo waren wir denn? Wir waren bei... 15? Mussten wir trinken, ne? Scheiße. Leute, ihr wisst, wenn ich mich verrechnet habe, ne? Ich trinke zweimal mehr im nächsten Video. Drei, sechs, zehn. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 muss ich wieder trinken. So. So. Oh Mann, ey. Mein. Ich wollte gerade sagen, meine Mathelehrerin bringt mich um. Was habe ich gesagt? 21. Auch ein cooles Spiel. Meiern zum Trinken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da würfelt man mit einem Becher und zwei Würfeln, zählt die Augenzahlen und muss immer über demjenigen kommen. Kann man auch gut zu trinken. Prost. Oh, mir wird warm, ey. Hier in meinem Keller sind schon wieder 23,7 Grad. Hochzeiten im Sommer habe ich hier. Ja, so gut wie 28 Grad drin, ne? Und woher kommt das? Hinter mir bei den Fenstern ist ein Windfang. Und hinter euch, also hinter der Kamera, befindet sich noch so ein Kessel auf Wärme, der nochmal Wärme hier reinbringt. Das heißt, ich habe hier die geballte Hitze. So, Leute, watch out. Jetzt müssen wir doch mal dieses Level schaffen. Nein! 22. Okay, Sprung aufs Gras. Don't fall, bravo, du bist im Level aufgestiegen. Vielen Dank. Können wir das auch wieder wegmachen? Ja, okay, geil. Das nervt euch nicht, oder? What? What? Nein! Ja, jetzt wieder. So, wir gehen hier runter. Springen hier hoch. Springen jetzt hier rüber. Boah. So, und dann springen wir hier rauf. Ein nach vorne. So, und jetzt haben wir da 4 Stufen. Wenn wir normal springen würden, würden wir wahrscheinlich auf die 2. oder 3. Stufe kommen. Wir springen jetzt auf die 1. Das war gekonnt gerechnet, ne? So, und jetzt springen wir auf die 4. Da ist ein Checkpoint. Wetten wir, da ist irgendwo so ein Scheißblock. Darum springen wir jetzt hier runter. Okay, Leute. Nein! Ja! Nein! Egal, wir haben es geschafft. Wir sind beim Checkpoint. Ja, Leute, wir müssen kurz rechnen. 21, 22, 23, 24 muss ich trinken. 24. Hier, warte, hier war irgendwie ein Block. So. Ja, 24. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen,
Ich habe zwar unglaublich gerne Mario immer gezockt. Anfangs auf dem Super Nintendo. Das war mein erstes Mario. Und dann Mario 64 und Mario Galaxy. Ja, das war viel später. Auf jeden Fall habe ich unglaublich gerne gezockt. Aber ich war nie gut. Ich war echt nie gut, ey. Also wenn du da im Internet siehst, diese Leute, die da, keine Ahnung, den Weltrekord oder sowas aufstellen, das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. So Leute, es geht weiter. 24, halt, ich habe vergessen zu trinken. Prost. So. Kurz überlegen, wo sind wir denn jetzt? Gut, wir springen hier lang. Das war wieder nicht nachgedacht. Leute, es geht hier... Ihr müsst mir ein bisschen Kraft schenken. Es geht hier wirklich um meine Gesundheit. Ja, Alkohol trinken ist nicht gut, Kinder. Es ist nicht gut. Und je mehr ich sterbe, desto mehr muss ich dieses Gift, wirklich dieses Gift, in mich reinfließen lassen. Deshalb, Freunde, schenkt mir Kraft, wünscht mir Glück. 25 Tode. So, jetzt wird's langsam doof mit dem Rechnen. 21 musste ich trinken, ne? 22, 23, 24 habe ich getrunken. 25, 27 trinken wir wieder. Ist das richtig? Ich hoffe es mal. 26. Leute, es geht schon los. Ich habe schon keine Ahnung mehr. Ich habe absolut keine Ahnung. Mir dreht sich schon der Kopf. So, wir springen jetzt hier hoch. Irgendwie muss ich mal... Ich muss mal eben den Ton ein bisschen lauter machen. So. Es verschiebt sich der Scheiß hier, ne? Ich hatte gerade den perfekten Moment. Den perfekten Moment. So. Nein, nein. Ich muss erst ins Bild klicken. Ansonsten wird das nichts. So. Oh, ja! Okay, was machen wir jetzt? Wir springen einfach rüber, oder? Oder? Ja! Oh, wisst ihr, wenn da so Blöcke sind oder so, ne, da kannst du ja noch ein bisschen nachdenken, ja, was könnte das jetzt sein? Aber wenn da so eine grüne Grasfläche ist, da kannst du dir keine gedanklichen Tipps mehr holen. Da kommt einfach gleich irgendwas, das wissen wir ganz genau. Meine Brille ist so schief, ne? Es ist noch schiefer. Mal wieder zum Onkel Brille. Zum Onkel Brille. So. Wir springen jetzt einfach zum Ende. Okay, which one? This one? Yeah, sure. No. Wir gehen... Nicht Englisch jetzt reden. So, wir gehen hier rauf. Und dann... wir haben dem Spiel noch nicht einmal vertraut bei seinen Hinweisen, oder? Jetzt vertrauen wir ihm mal. So, ich vermute mal, nach Adam Riese müsste der nächste auch noch sicher sein. 27, das nächste ist 30. 30 durch 3 ist... Ja, muss man doch rechnen, ne? Ist 3. Bin ich jetzt doof? 30? Nee, das passt ja nicht, oder? Doch. 30 durch... 3 durch... 3 mal 10 sind... Ja, das passt. So. Muss ich jetzt trinken? Ja, ich muss jetzt trinken. Prost. So. Nein! 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 Springen! Gut. So. Springen jetzt hier rauf. 28. So Leute, wir müssen es doch jetzt mal ins nächste Level schaffen, das kann es doch nicht sein. Nein!
Oh Mann! Ist! Okay. Hölle war Hammer! Okay. Sprung. Den haben wir. Jetzt müssen wir das nur perfekt abteilen. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Nein! Was so? Was so? 30. Okay. Leute, das ist echt so eine Sache, ne? Guck mal, wir könnten jetzt laut unserer Matheformel, wo wir drei Stück nehmen, können wir das ausrechnen, wie viele Kurze wir schon hatten. Prost. Zehn, ne? Wir hatten 10, ja. Wir hatten 10. Und die Flasche ist, ja, schon gut leer. Naja, zur Hälfte. Gut, es geht weiter. Also, wir springen jetzt über diesen Block hier. Wir warten, bis der wiederkommt. Springen jetzt hier zur Kante. Springen jetzt... Nein, Leute. Oh, das kann's doch nicht sein. Ja. So kann man sich auch besoffen machen. So, Sprung zur Kante. Ich hab Angst. Ich will nicht mehr. Der Sekt schmeckt nicht. Sprung! Ja! So. Hier komme ich. Nee, ich weiß nicht, was hier war. Doch, hier war alles in Ordnung. Der war auch in Ordnung. Jetzt springen wir zu dem. Ich vermute ja, der übernächste ist sicher, ne? Nee, wir springen jetzt hier rauf. Das. Nein! Oh. Tut mir leid, Horst. Kleinen Moment, Leute. Ja, egal. Den finde ich jetzt nicht wieder. So, was haben wir? 33 Tode. Ach du Heilige, wir müssen schon wieder einen trinken. Wir müssen schon wieder einen trinken. Und damit sind wir angekommen bei unserem 11. Getränk. Prost. So, Leute, was spielen wir überhaupt? Unfair Mario, alles klar. Nein! 34 Tode, Leute. Frosty, leihst du mir mal eben deine Brille? Ich glaube, daran liegt's. Was ist die denn? Die ist weg. Hier ist irgendwie so ein paranormales Phänomen. Die Brille ist weg. Ich schwör's euch, Leute, die ist weg. Leute, ich schwör's euch, die ist weg. Die ist echt weg. Jetzt wird's gruselig, wirklich. Ja, wie auch immer, egal. So, weiter geht's. 35 Tode, wir waren bei 33. Einer noch, dann müssen wir wieder eintrinken. So. Ja. So, hier passiert nichts. So, hoffen wir mal einfach. So. Which one? Wir springen erstmal. Ich sag dazu nichts mehr. So, Leute. Oh, Mann, ganz ehrlich, wer denkt sich denn so ein beknacktes Spiel aus? Das kann doch nicht sein. Unfair Mario.
37. Ich muss mich gerade total konzentrieren. Ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. So, Leute. Weiter geht's. Zur Mauer. Hier hoch. Jetzt aber. Nächster. So, Leute, jetzt habe ich den 13. Kurzen erreicht. Guck mal, ich kann sogar noch rechnen. Jetzt habe ich den 13. Kurzen erreicht. Kleiner Zwischenstand. Mein Kopf dreht sich. Und ich habe Angst aufzustehen. Aber, ne? Das wird noch. Das wird alles gut. Kinder, wenn ihr das zuguckt, macht das nicht zu Hause nach. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist auch total sinnlos. Ist es. Das ist echt sinnlos. Aber das tut man nicht alles für seine Community, ne? So, Freunde. Prost. Kleiner Zwischenstand. Wir schaffen das jetzt. Ihr wollt ja auch ein neues Level sehen. Also. Oh, Leute, warum schaffen wir das denn jetzt nicht mehr? 40. Gut. Dahin. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Jetzt hier rauf. Auf den. Konzentration. Jetzt habe ich Feuer in den Augen. Jetzt brennt mir die Seele. Oh, Entschuldigung. Scheiße, welcher war es denn jetzt? Leute. Wisst ihr, wenn ich jetzt twitchen würde, dann wäre das Ganze echt einfach. Weißt du, dann hätte ich hier so eine Chat. So ein Chatbalken. War es der erste oder der zweite? Nee, der zweite war es. Ja, Leute. So nach. Ganz ehrlich. Du sollst jetzt denken, oh, wir könnten dem jetzt... Wir vertrauen dem doch nicht nochmal. Das wäre ja doof. Das wäre ja doof, wenn wir dem nochmal vertrauen würden. Aha, so willst du uns reinlegen, liebes Spiel. Also, wir springen jetzt einfach nochmal auf den This One. Oh, es hat sogar geklappt. Und da war das Ende. Da war das Ende. Freunde. Wo sind wir eigentlich? 40, 41, einer noch. Jetzt schaffen wir das. Ich sag euch das. Jetzt schaffen wir das. Vertraut mir. Das ist wirklich nicht so ein Kinderkack, weil das ist echt schwierig. Sorry. Sorry an alle liebe Kinder, die zugucken. Ihr seid nicht kacke. Aber Prost. Es geht einfach darum... Wir spielen jetzt weiter. Sprung. Oh, nein! Ja! Sehr gut. Oh, mir ist heiß. Ich bin kurz davor, mein T-Shirt auszuziehen. Wollt ihr sehen? Wollt ihr es sehen? Wollt ihr es sehen? Nein, wollt ihr nicht. Bei 44 müssen wir trinken. Ja! So, jetzt Konzentration, Leute. Konzentration. Oh Mann, warum? Warum?
das ist unsere Energie, ne? Also, wenn die Buddel alle ist, habe ich nicht mehr Geld, um noch eine zu holen, Freunde. Das heißt, je mehr positive Energie ihr mir schenkt, desto länger könnt ihr dieses wunderbare Spiel sehen. Prost. Das ist auch so ein Phänomen. Das ist auch so ein Phänomen. Das ist ein schwieriges Wort. Das ist auch so ein Phänomen beim Alkohol. Das ist auch so ein Phänomen beim Alkohol. Dieser Sekt, der schmeckt überhaupt nicht. Der schmeckt nicht, wirklich nicht. Der ist eklig. Aber jetzt so nach dem 15. oder 16., keine Ahnung, ich kann ja nicht mehr zählen, schmeckt der auf einmal. Der schmeckt richtig gut. So. Bis zum Ende. Sprung. Bitte nicht, nein. 45. Wo waren wir überhaupt? 39. 40, 41, 42. Muss ich schon wieder trinken? Oh. Nee, warte mal. 43, 44, 45 trinken. Hatten wir gerade... Wir hatten doch 45 da... Oder haben wir gerade getrunken? Ich weiß es nicht mehr. So, Leute. Wir machen weiter. Wir sind immer noch an dieser Scheißstelle und ich habe keinen Bock mehr darauf. Echt nicht. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Level. Echt nicht. Das kotzt mich an. Das kotzt mich richtig an. Ja, Mann. Jetzt schaffen wir das. Ich schwör's euch. Ich schwör's euch, wir schaffen das. Okay. Man sollte nicht schwören. Tut mir leid. So, Leute. Jetzt. Zum allerletzten Mal werdet ihr dieses Level sehen. Weil das Level wird jetzt gleich vorbei sein. Wir springen auf this one. Springen auf... Ich kann es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Nee, es geht nicht mehr. Ich verlagere jetzt meine Position von der Tastatur. Das hat vielleicht große Auswirkungen. Pass auf. Jetzt. Jetzt habe ich eine viel bessere Fingerfreiheit. Nein, meine Finger tun schon echt weh, muss ich sagen. Scheiße, Leute, wir haben schon einen übersprungen, ne? 45, 46, 47, 48. Puh, gut, dass mir das aufgefallen ist. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Prost, Freunde. Hey, aber wir haben wenigstens einen Vorteil. Bravo, du bist Level 4 aufgestiegen. Ich hab keine Ahnung, warum wir überhaupt im Level aufsteigen. Und warum überhaupt? Vielleicht erlernt ja Mario neue Fähigkeiten. Fliegen. Wir müssen nur weiter zocken. Oh, nein!
47? 6 mal 7, 48? Wir trinken bei 51 einfach, ja? So. Jetzt wissen wir zumindest, dass hier auch nochmal so eine Falle ist. Das war uns ja schon vornherein klar. So, wir springen jetzt auf this one. Oh Mann, Leute. Das ist doch echt. Also wenn du jetzt mal ganz rational drüber nachdenkst, warum machen wir das hier überhaupt? Wollt ihr euch über mich lustig machen oder was? Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. So, 51 Tode bereits. Man merkt es an meiner Stimme, dass es auch 51 Tode waren. Und dieses Level, dieses doofe Level, ich schaff's einfach nicht. Es geht nicht. So, Freunde, jetzt aber. Ich spring jetzt hier rauf. Okay. Oh, Leute, seid ruhig. Jetzt geht's ab. Bitte lass da keine Falle mehr sein, ey. Bitte, bitte. Ja! 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 Geht doch. Boah. Geschafft. Geschafft? War doch gar nicht so schwer. Ich meine, 52 Tode, ey. Was soll's? Machst du den Scheiß jetzt hier mal weg, ey? Ich will kein Level 4 aufgestiegen sein, ist mir egal. Geht nicht weg. Es geht nicht weg. Gut. Neues Level, neues Glück. Diesmal was? Diesmal schlagen wir uns besser. Diesmal schlagen wir uns besser. Diesmal schlagen wir uns besser. Da nicht. War klar, oder? Das war klar, Freunde. Ich glaube, habe ich bei 51 getrunken? 2, 3. Da müsste ich bei 54 trinken, ne? So, wir springen jetzt hier rüber. Ah, da kommt noch einer. Wir trinken jetzt vorsichtshalber einer. Ich habe keinen Bock, im nächsten Let's Play nochmal so abzukacken. Prost, Freunde. Ich hab euch lieb. So. Wir springen jetzt auf den ersten Block. Und hier kommt einer. Not everything is what it seems. Will fall down too. Ja, wir wollen jetzt erstmal hier rauf. So, Freunde. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum sieht Mario eigentlich so aus, wie er aussieht? Ich glaube, da haben sich viele Leute Gedanken drüber gemacht. Nach meines Wissens ist er ein Italiener. Habe ich recht? War das nicht ein Italiener? So, und irgendwie... Mario hätte auch so eine Art Trend. So eine Art Trend in der Mode schaffen können, oder? Ich meine, stellt euch mal vor... Stellt euch mal nur vor, auf der ganzen Welt würden unsere Leute rumlaufen mit so einem schönen Blaumann, einer roten Mütze und einem roten T-Shirt oder was auch immer er anhat. Ich meine, das hätte Stil, oder? Stellt euch mal vor, so eine Schule. Es gibt eine Mario-Schule und es gibt eine Luigi-Schule und die sind nur von einer Straße getrennt. Zu beobachten. Auf der Luigi-Schule laufen sie alle in grün rum, auf der Mario-Schule laufen sie alle in rot rum. Und einmal im Jahr treffen sich diese beiden Schulen zusammen und bilden eine Gemeinschaft. will fall down too.
Ich glaube dir. Wir haben es gewusst. So Leute, ich glaube, ich habe bei diesem Level so ein gutes Gefühl. Ich habe hier echt ein gutes Gefühl bei diesem Level. Das schaffen wir. 55. 51 haben wir getrunken. 52, 53. Wir trinken einfach bei 56 fertig. Er hat uns doch verarscht. Er hat uns doch verarscht. Na Leute, wir haben noch so ungefähr... ich würde sagen so 12 Versuche oder so. Dann ist die Flasche leer. Die Flasche kommt übrigens aus Spanien. Prost. Skull. Nastrovie. Was gibt's denn noch? Prost. Das sage ich sowieso die ganze Zeit schon, ne? Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr alles für so Prostsprüche kennt. Also mein letzter Wille 5,0 Promille oder sowas. So, in die Mitte. Nee, warte mal, hier war nichts mehr. Hier in die Mitte. Ja, Freunde. Was machen wir? Gehen wir nach oben oder nach unten? Was machen wir? Jetzt mal kurz überlegen. Es war die ganze Zeit in den letzten Leveln. War die ganze Zeit oben, ne? Wir gehen mal nach oben. Das nennt man Menschenkenntnis. So, und jetzt, ja klar. Aus der Luft. Leute, ich muss jetzt mal eben mein Handy benutzen. Ich kann nicht mehr rechnen, es geht nicht mehr. 57 durch 3, 19. Oh, das kommt hin. Muss ich dann schon wieder einen trinken? Ja, ne? Nein, Leute, für den Taschenrechner-Sheet muss ich im nächsten Let's Play auf jeden Fall nochmal 2 trinken. Das verspreche ich euch. Es heißt jetzt übrigens nicht, dass ich im nächsten Let's Play was trinke, ne? Wir suchen uns dann wieder ein schönes Spiel raus. Vielleicht machen wir auch noch eine Session an für Mario. Aber, nein, ist ja langweilig. Wir machen was Neues, was Atemberaubendes. Und ihr helft mir dabei. Ihr könnt schon wieder was in die Kommentare schreiben. Schreibt doch mal einfach rein, was ich zocken soll. Ich habe sowieso im Moment keinen Plan. Prost. Okay, Leute. Hierauf. Hier ist egal. Doch nicht. Scheiße. Okay, hier in die Mitte. Da in die Mitte. Da in die Mitte. Da in die Mitte. Hier nach unten. Du Heilige. So, hier in die Mitte. Hier auch in die Mitte. 60. Wir müssen schon wieder eintrinken. Prost, Leute. Okay, hier in die Mitte. Hier in die Mitte. Hier in die Mitte. Hier nach oben. So, und jetzt versuchen wir mal so ganz klitzeklein nur mal eben so den Boden zu berühren. Mario kann fliegen.
Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Jetzt bin ich überfragt. Dabei hat das Level so gut angefangen, Freunde. Das Level hat so gut angefangen. Na, da wollte er uns schon wieder erwischen. Horst, kommst du mal eben her? Ja? Meinst du auch? Ja? Gut. Komm mal zu mir. Rette mich. Rette mich, Horst. Und wenigstens mal einer, der mir hilft. Oben. Ich weiß. Leute, ich habe die originellste Idee auf der ganzen Welt. Wir sind bei 63. Wir müssen einen trinken. Prost. Freunde, so hier in die Mitte, ja, das kennen wir ja alles. Das können wir, das schaffen wir, kein Problem. Hier springen wir hoch. So, Freunde, wir nehmen Anlauf, aber wir springen nicht. Wir nehmen Anlauf, aber wir springen nicht. Pass auf, es klappt. Es klappt. Ja! So, was machen wir jetzt? Das ist ein Checkpoint. Oh, lass uns doch einfach hier runtergehen, bitte. Nein, warum? Okay, jetzt schaffen wir das. Freunde, wir schaffen das. Tadam! Ist weg. 66 Tode. Das könnte auch so ein neuer Film sein, ne? 66 Tode, gestorben in Unfair Mario. Sich irgendwie, keine Ahnung, 75 Zentiliter, 11,5%igen Alkohol reingeknallt. Unfair Mario. 66 Tode. Darauf trinken wir, Freunde. Auf 66 Tode, die wir bereits gestorben sind und immer noch am Leben sind. Darauf trinken wir. Trinkt darauf, dass wir etwas bewirken zusammen. Trinkt darauf, also ich trinke darauf, du hörst mir einfach zu. Wir trinken darauf, dass in der Welt Frieden ist. Wir trinken darauf, dass Unfair Mario uns etwas bringt. Moralisch. Moralisch, aber auch kognitiv. Eine Erweiterung in unserem Selbst. Prost. Sprung. Mitte zur Titte. Zack, zack, zack. So, wie war das jetzt? Ach nee, warte mal, wir laufen Anlauf. So. Was machen wir jetzt? Springen wir da rüber? Ja! Ja! Checkpoint! Entschuldigung. Checkpoint. Da ist ein Cooper. Nee, wie heißen die Dinger noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 67. Wir haben 60 eingetrunken, bei 63, bei 64, bei 67. Nee. Nee. Ihr wollt mich gerade verführen. Nee.
Was zum Teufel war das? Oh nein. Es disst uns. Das Spiel disst uns. So. Nein, nein, nein. Ich hab noch eben drauf geachtet. Ich hab doch noch eben drauf geachtet. Alter, dieses Ding, ne? Es hat uns gerade fast unser Let's Play gekostet. Wir haben nämlich nur noch so ungefähr drei schaffen wir noch. Irgendwie habe ich schon ganz schön Kopf. So, Leute, Goombas heißen die Dinger nochmal, genau. Okay, wir können nicht auf die Goombas treten. Wow. 72. Einen. Ich krieg's nicht mehr hin, Leute. Freunde, ich krieg's nicht mehr hin. Das geht nicht. Take me tonight. I was impossible. Sorry. Oh, ich bin Level 5. So, wir trinken jetzt erstmal. Prost. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? So, pass auf, wir treten jetzt auf keine Goombas. Nein, Freunde. Hast du das gesehen, wie schnell man drei Leben verlieren kann? Das ist ja unglaublich. Oh oh. Oh oh. Leute, es ist passiert. Wir sind übrigens Level 5, schon erwähnt. Dies ist unser letzter Kurzer. Nach 77 Toten wird unser 78. Tod unser letzter sein. Danach mache ich einfach aus. Danach mache ich einfach aus. Mache ich. Ja, das tue ich. So, Freunde. Warte mal, muss ich den jetzt trinken? Nee. Ist das unser... Ich bin gerade... Pass auf. Wir müssen uns jetzt nochmal eben konzentrieren, Mann. Wundert euch nicht, dass ich jetzt ein bisschen ruhiger bin. Ich konzentriere mich jetzt. Habe ich gerade eben davon gesprochen, dass der 78. unser letzter ist? Ja. Okay, Leute, wir spielen einfach bis 80. Und ihr könnt mir alles in die Kommentare setzen, was ihr wollt. Ich werde das nicht nochmal durchrechnen. Schenkt mir so viele Kurze, wie ihr wollt. Sagt mir einfach, schreibt mal in die Kommentare. Und das ist meine vierte Aufforderung an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele Kurze ich extra saufen muss, weil ich mich verzählt habe. Wir machen bis Level 80. Ne, wir machen bis Tod 80. So. Laufen hier zurück, ne? Alle drei, ja. Freunde, die Flasche ist leer. Wir haben es bis Level 3. Wir haben es bis Level 3 geschafft. Und es ist tatsächlich eine Überraschung
dass wir das trotz unserem Alkohol bis Level 3 geschafft haben. Ich bin überrascht. Ich bin tatsächlich überrascht von mir selbst. Was wollte ich sagen? Ja. Ist ein super Spiel, macht total Laune. Ich kann alle YouTuber da draußen verstehen, die sich über dieses Spiel aufregen. Allerdings musst du das von der anderen Seite sehen. Wer weiß, was sich der Macher von dem Spiel gedacht hat. Er wollte vielleicht gar nicht, und das ist nämlich der springende Punkt, er wollte vielleicht gar nicht uns auf die Palme bringen. Er wollte schlussendlich eine Sache, eine Herausforderung für unseren Kopf. Schaffen wir es, einem Spiel zu trotzen, das uns an unsere obersten Grenzen bringt, aber nicht unsere spielerischen Leistungen, sondern an unsere obersten nervlichen Grenzen, unsere Nerven. Das war das Ziel. Trainiere deine Nerven, dass du dich nicht mehr so aufregst. So wie alle anderen Menschen auf der ganzen Erde. Leute regen sich auf, führen Kriege. Die Leute regen sich darüber auf, was für Menschen in unserem Land leben. Ich meine, Leute, was ist denn los? Es ist doch scheißegal, was für Menschen in unserem Land leben. Es ist doch scheißegal, ob derjenige eine weiße Hautfarbe hat, ob derjenige eine schwarze Hautfarbe hat. Es ist doch verdammt egal, ob derjenige irgendwie mehr Haare hat als der andere. Was soll's, Leute? Leute, es ist scheißegal. Ich finde, das Wichtigste auf der Welt, was wir von der Welt bekommen können, ist Liebe. Liebe zu allem, was wir tun. Liebe zum Let's Play, was wir gerade führen. Liebe zu dem, was wir gerade tun, nämlich trinken. Liebe zu dem, was wir tun mit unseren Freunden. Das ist das Allerwichtigste auf der ganzen Welt. Nicht, dass wir Geld verdienen. Nicht, dass wir Macht oder sonst was haben. Ich glaube, Zwischenmenschlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in unserer Welt. Zwischenmenschlichkeit, dass wir miteinander klarkommen, dass wir uns gegenseitig helfen bei unserem Problem. Und dafür sind wir hier. Dafür sind wir auf der Erde, um diese Erfahrung zu machen. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Artilumes Game Time. Ich werde mich jetzt erstmal ins Bett legen. Nein, Quatsch. Es ist 19.25 Uhr. Ich lege mich hier ins Bett. Ich gehe jetzt duschen und dann geht's los. Dann starte ich los. Führe Liebe in die ganze Welt. Oh Leute, was laber ich da eigentlich für eine Scheiße? Gute Nacht, meine Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hab euch lieb. Oh,